Ja, wir sind gestern Morgen so gegen 5.30 Uhr alarmiert worden in die Wabrichstraße nach Erntebrück. Da hat sich Stand jetzt so dargestellt, dass ein 24-jähriger Autofahrer in Richtung Feudingen unterwegs war, ist dann im Bereich von einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, ist dann durch den Grünstreifen gefahren, hat eine Hecke gestriffen, eine Hauswand mitgenommen, einen dortigen Pkw noch beschädigt und ist letztlich dann zwischen diesem beschädigten Pkw und dem Haus zum Stehen gekommen. Genau, vor Ort wurde natürlich erstmal der Unfall aufgenommen, so wie er sich dargestellt hat. Bei dem Unfallverursacher haben die Kollegen dann Alkoholgeruch vor Ort festgestellt. Daraufhin wurde vor Ort noch ein Atemalkoholtest durchgeführt, der verlief auch positiv. Dem Mann ist dann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden und Stand jetzt ist er leicht verletzt geblieben. Genau, das Haus ist bewohnbar gewesen. Es war ein Statiker vor Ort, der das Ganze auf die Standfestigkeit geprüft hat. Es sind auch so leichte Stützen eingebaut worden, um eben die Standfestigkeit zu gewährleisten. Aber das Haus ist auch Stand jetzt weiterhin bewohnbar. Grundsätzlich kann man nach dem Unfall, glaube ich, festhalten, dass glücklicherweise nicht mehr passiert ist. Also auch in dem Wohnhaus ist niemand verletzt worden, obwohl sich die Bilder ja schon so darstellen, dass gerade die Häuserfassade doch deutlich mitgenommen wurde. Also unterm Strich bleibt ein leicht Verletzter, aber Gott sei Dank nicht mehr.